Hallo Leute, willkommen zu diesem Video. Ich verkoste heute ein Getränk. Und zwar dürfte das von der Firma Carefor, Physik, Taurin Force, weiß ich nicht genau, was jetzt der Produktname ist. So sieht es jedenfalls aus. 250 Milliliter. Es ist so, dass ich eigentlich nicht lesen konnte, was genau drin ist. Es steht auf Französisch drauf, Niederländisch, Spanisch, Italienisch. Aber nicht auf Englisch oder Deutsch. Ich habe es im Coop gekauft, in Liechtenstein. Ja, ich habe keinen Kühlschrank da gehabt, jetzt habe ich mit kaltem Wasser ein bisschen abgekühlt. Ja, mal sehen, wie es schmeckt. Also es riecht nach dem üblichen Energy-Drink-Geruch. So, irgendwie halt. Ja, schmeckt eigentlich auch. Hat wieder dieses ziemlich saure im Geschmack drinnen. Gut, das hängt jetzt auch wieder mit der Temperatur zusammen, dass es nicht so wirklich kühlschrankkalt ist, aber hat das typisch saure drinnen und ja, sonst eigentlich nach Energy Drink Geschmack. Also sehr süß, einiges an Kohlensäure drinnen. Ja, also nichts Besonderes, kein besonderer Geschmack dabei oder so. So, und nachdem ich in den letzten Videos sozusagen immer wieder Burschen und Männer vorgestellt habe sozusagen und kommen diesmal ein paar junge Frauen dran, einfach nur um hier ein bisschen das Gleichgewicht zu haben. Aber auf jeden Fall, ob Glossybox, Duttpolster oder MAC-Lidschatten, diese jungen Damen kennen sich aus. Schaut bei ihnen vorbei, auf jeden Fall sehr unterhaltsam und ja, ich werde einfach mal die Namen vorlesen, so gut ich das halt kann. Und dann in der Videobeschreibung verlinken. Ich werde jetzt keine Bilder hier einfügen, weil das ist vielleicht auch nicht so optimal. Wenn irgendjemand keine Empfehlung haben will, dann ja, muss ich das Video halt irgendwie neu schneiden oder so. Aber ich gehe mal davon aus, dass es alle freuen wird. Ja, es gibt hier jetzt keine Ordnung, also es ist rein zufällig, wie ich den Namen halt gefunden habe. Es gibt keine Rangordnung oder irgend sowas. Also Anna Birdi mit langem I am Schluss, also IE sozusagen. Ja, auch so Kosmetik und so weiter. Dann Mrs. Shay Fleming oder Fleming. Ja, auch so Kosmetik, Tipps und so weiter. Dann Schnittig 1 mit 2 I geschrieben am Ende. Und einem 1 am Schluss, also da haben wir was gemeinsam eigentlich, wegen Poeli 1. Und ja, auch so, weiß ich nicht, Kosmetik-Tipps und so in der Richtung halt. Dann die Pumuckl, da geht es irgendwie auch um so Kosmetik bzw. um Piercings und weiß ich nicht, Ohrlöcher ausdehnen und was halt alles gibt. Dann, so jetzt wird schwieriger, Teddy die Killer, so irgendwie wahrscheinlich. Was ich mich so erinnern kann, ich glaube, sie hat schon ein bisschen länger kein Video gemacht, aber auch so um Frisur und Kosmetik und Schminken und so weiter. Und jetzt wird der Name noch ein bisschen schwieriger. CFTML87. Ja, ich glaube, da geht es auch hauptsächlich um so Schminktipps und Kosmetik und weitere Produkte und also halt so Produktvorstellungen oder so. Ich finde es auch ganz lustig, eben wie gesagt, wegen MAC-Lidschatten zum Beispiel, weil ich mir gedacht habe, okay, MAC, das ist eigentlich von Apple und die benennen ihre Produkte nach dem. Und jetzt gibt es einen Kosmetikhersteller, der ebenfalls MAC in seine, also nein, eigentlich ist dann hier heißt glaube ich die Firma MAC, aber es ist trotzdem lustig, dass sich die noch nicht in die Quere gekommen sind. Ich meine, wahrscheinlich auch deswegen, weil die Produkte keine Konkurrenz darstellen. Also wenn die jetzt auch irgendwie Laptops herstellen würden, wäre es wahrscheinlich problematisch, aber dadurch, dass sie nur Kosmetik herstellen, soweit ich das verstanden habe. Ja, oder zum Beispiel, ich habe lange Zeit überlegt, was eigentlich eine Glossybox ist, aber mittlerweile weiß ich das, und zwar, das ist so, dass es, wie war das, wenn man... Das kann man irgendwie abonnieren und dann bekommt man monatlich oder ich glaube in etwa monatlich halt immer so gewisse Kosmetika zugeschickt, die man halt dann ausprobieren kann. Und ja, die gibt es halt jetzt mittlerweile in Österreich, was ich so mitbekommen habe. Vorher hat es das nur in Deutschland oder halt nicht in Österreich gegeben. Und ja, so viel dazu. Also das wären meine Erfahrungen jetzt mit diesen Kanälen. Ich persönlich also schaue halt ab und zu mal rein oder schaue vielleicht jedes dritte Video oder jedes zweite Video an, weil ich es halt so ganz lustig finde zuzuschauen oder eben dann so ein bisschen Erfahrung, also halt Erfahrung, nicht aber ein bisschen Wissen zu sammeln, aber
Sonst habe ich mit den Kanälen eigentlich noch nichts Besonderes, keine Gemeinsamkeit, kein gemeinsames Projekt unternommen oder so. Aber wie gesagt, das einfach mal dazu. Falls ich irgendeinen Kanal ausgelassen habe, es tut mir leid, schreibt es in die Kommentare und ich werde dann das irgendwie nachholen oder vielleicht nochmal extra empfehlen. Aber sonst bitte keine Anfragen bei mir. Ihr wisst, wenn ihr einen guten Kanal habt, wenn ich die Videos angenehm oder gut finde oder zumindest anschaubar finde, dann werde ich den Kanal früher oder später wahrscheinlich empfehlen. Also es ist irgendwie so, wenn man was dafür tut, dass man einen guten Kanal hat, dann wird er bei mir wahrscheinlich irgendwann einmal empfohlen. Wenn man nur alle 3 Monate ein Video hochladet und dann nur in schlechter Qualität oder schlechtes Schnitt oder was weiß ich, dann werde ich den Kanal halt nicht empfehlen und da hilft es auch nichts bei mir anzufragen. Das wissen die meisten eigentlich eh schon. Ja, sonst wünsche ich euch einfach noch einen schönen Tag. Ich werde heute wahrscheinlich wieder mit dem Flugzeug fliegen. Es ist zwar ein bisschen windig, aber das dürfte eigentlich wurscht sein, solange man weiß, aus welcher Richtung der Wind kommt, weil ohne dem ist es sehr blöd. Ich bin gestern 2. Mal abgestürzt und das deswegen, weil ich beim Starten halt nicht bedacht habe, ich muss den Flieger in Richtung Wind werfen. Am Flugplatz ist es leichter, da habe ich so einen Windsack aufgehängt quasi. Und dann schaue ich mal kurz hin, okay, aus der Richtung kommt der Wind, und drehe ich mich in die Richtung und das passt. Aber am freien Feld ist es ein bisschen schwieriger, da muss ich halt irgendwie, weiß ich nicht, was in die Höhe werfen und schauen, in welche Richtung das fliegt. Dann weiß ich auch, aus welcher Richtung der Wind kommt. Ja, passt, dann auch alles Gute und bis zum nächsten Mal. Und das war's bei Pöli 1.